Wir sollen nicht trinken. Das machen wir. Wie alt du bist und nenne mir eine Sache, die du noch nie gemacht hast, wo andere Leute einfach... Ich bin 22 Jahre alt, halb Iraner und halb Iraker. Und ich mache eine bestimmte Sache nicht, was meine Landsleute eigentlich für normal halten. Das ist mir auch richtig peinlich, aber ich habe mich noch nie in die Luft gejagt. Yeah, es ist Samstagabend, ich habe Hass im Magen. Das sind Tanzballaden, Baby, komm, ich lass dich... Stell dir vor, du bist im August geboren, weil dein Vater damals nur im November verkackt hat. Oh, jetzt sitzt das du, sitzt da nicht, ist schon passiert, du brauchst nicht sitzt da nicht. Ich hab aber trotzdem gesagt, stell dir vor, sprich dein... Mit welchem deutschen Künstler hätte ein Feature mit dir am meisten Hitpotenzial? Ja, die ersten drei Buchstaben waren ja schon mal richtig, aber er lebt nicht mehr. War ja Künstler, war ja Maler. Also. Ich hoffe, es gibt wieder einen Zeitungsartikel. Ich war lange nicht in der Welt. Guck mal, was ich mir gegönnt hab. AirPods. Oh ja, Mann, bin voll der Gangsterboy-Style. Einfach nur mal gegönnt. AirPods geht ja immer mal. Beste Marke, beste Kopfhörer, AirPods. Ja, Mann. Was für Sikirim? Was das? Und Amine Sikim? In meinem Chat wird nur Deutsch gesprochen. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Deutsch! Matthias, it's such an honor for us to have you here on the show. It's so beautiful that you made it. Audrey, you just come from L.A., right? Ich muss mir das noch mal kurz übersetzen lassen. Yeah. Yes, thank you. Great. Ja, danke, gut. Simultan, ja, danke, gut. Was sagt deine Freundin zur Glatze? Ja, die ist nicht so begeistert. Die findet das nicht so gut. Aber wenn du so richtig böse Geheimratsecken hast, die so bis zur Kopfmitte gehen, dann finde ich das auch nicht so geil, muss ich sagen. Ich habe einen riesen Schädel, aber die Form ist glatzbar. Ja, mein Vater hatte mit 26 Jahren keine Haare und der Vater von meiner Mutter gefühlt auch. Also haartechnisch ist da genetisch bedingt nicht viel rauszuholen. So ist cool, wa? Pinguin! Austriatski Pinguin! Früher war es so, dass 10 Männer eine Frau wollten und ein Mann hat sie bekommen. Und heutzutage ist es so, dass 9 Männer was mit ihr hatten und ein Depp heiratet sie. Ich hatte eine Entscheidung. Gehe ich in den Knast zurück oder werde ich Lehrer? Und was habe ich gemacht? Keinen zum Beiden. Das heißt, ich hab euch alle verarscht. Ich bin gar nicht Lehrer. Also, Unterricht ist vorbei, Kinder. Ihr seid doch befreundet, oder? Ja. Was macht ihr eigentlich gerade? Studium oder Arbeit? Oder? Keine Ahnung. Ich hab gedacht, ihr seid gut befreundet. Sind wir auch. Weißt du überhaupt irgendwas? Sein Geburtstag oder so? Überhaupt kein Plan. Nicht mal ungefähr? Irgendwie Jahreszeit oder so? Nee. Und ihr seid gut befreundet? Sterben würde ich für diesen Mann. Hä? Ja. Money, show me your money, SSIO, ich kauf deine Mami, Kilo Pakete. Ist so stark von dir, Leute. Bist du stark? Bist du auf dem gleichen Level wie Valentina. Stark? Genau, ja, das hat Valentina gestern gemacht. Ja, richtig, die Wahrheit. Was? Dann geh doch zu ihr. Geh zu ihr. Ja. Hey, Süße, wo willst denn du heute Abend hin? Schau mal, ich hab hier einen Ledermantel. Wenn wir mal beide gucken, was noch hier so drunter ist unter dem Ledermantel. Ja, komm mal. Lauf mir doch nicht davon jetzt. Guck mal, es ist doch erst 22.23 Uhr. Hast du nicht eben an mich gedacht? Siehst du, Mathe? Ah, du bist schon eine Flotte. Bist du noch mal auf die Welt kommen? Also, wenn ich ehrlich bin, nur noch als Staubsauger, ne? Als Staubsauger hast du das gut. Du kommst erstmal täglich an verschiedene Steckdosen, was du nicht immer hast. Das stimmt. Zwei Frauenhände fummeln an dein Rohr. Regelmäßig wird der Beutel geleert, hin und wieder noch an den Nachbarin verliehen. Das soll ein schönes Da sein, oder nicht? Nein, ja. Du bist der Burner. Ja, ja. Ich mag ganz gut mit mir. Los.
Ja, das freut mich. Sie sind wahrscheinlich dann das Letzte, ja? Der letzte Termin. Nein, Sie sind schon das Letzte, gell? Vor allem beim Kalender, der Stress frisst mich auf, das ist ein Wahnsinn. Das ist die Gattin, oder was? Das ist meine Gattin, ja. Ja, der gebe ich besser nicht die Hand. Die zurück zwar, ist das Doppelte von uns, die Sorte. Es wird spannend im Lift mit der Bladen. Kommen Sie. So, dann schauen wir in den vierten Stock. Na, halt, die Gattin, Sie fahren alleine. Ich bin ja nicht leben. Ich bin ja nicht lebensmüde. Das geht ja niemals aus, gell? So, da ist die schöne Bude. Wo sind wir denn eigentlich her? Wo ist er denn her? Berlin, Kreuzberg. Oh, Berlin! Was tut er denn in Winter, Volltrottel? Kreuzberg, so eine schöne Gegend. War ich zum Glück noch nie, gell? Ja, hätte ja gleich was. Kreuzling, du kleiner Wichser, was tust du in Wien? Ich hab's keine Lust mehr. Warum jeden Tag ist immer Kim Kardashian, Kim Kardashian? Was ist mit mir? Warum keiner supportet mir, oh? Courtney, halt die Schnauze, okay? Halt die Schnauze, Courtney, okay? Wegen mir ist er alle reich. Wegen mir ist er alle berühmt, okay? Und dieser ist der Dankeschön. Warum du bist so ein affersüchtiger Bitch? Warum? Oh, meine Arsch tut weh. Warum, Courtney, hm? Kim, warum du bist immer so gemein? Ich hab's nur eine Frage gestellt. Ich hab's meine Leben für euch riskiert, okay? Ich hab's eine Porno gedreht. Ich hab's der größte Arsch auf der Welt gemacht. Ich hab's der schlimmste Mann auf der Welt geheiratet. Und was hast du gemacht? Gar nicht. Du bist nur eine Hausfrau. Oh oh, ich bin lieber ruhig hier hinten. Ich denke, dass 90% die 30 schon in dir einhält. Das ist jetzt einfach so. Ja. Wenn die Hände schon hier halt, bin ich schon. Man kennt es erst nicht sicherlich. Das wird man wie immer eine 50. Dann, ach, hier ist der Teich. Ne? Da wurden eine bestimmte Verkehrsschilder umgeworfen. Dann Dön oder wie immer Öl. Ne? Hier sind die Verkehrsschilder im Straßenkram. Ja, gut. Jetzt hier, Preis, mein Fräulein. Ja? Welcher südamerikanischen Stadt trafen sich am 26.09. die Vertreter der OPEC? In Venezuela. Aber er war auch schon gereist. Ja, er war auf 180. Mhm. Ne? In Caracas. Wir müssen die erste Antwort in diesem Falle zählen. Venezuela, das schreiben die Regeln vor. Francis. Das ganze Publikum war in dem Moment auch schon gegen ihn, weil er eben so ein bisschen hippelig war. Aggro war auch. Er löst Joachim Gauck als Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Stasi-Unterlagen ab. Aber ist auch geil, so einen Kandidaten zu haben, oder? Was denn hier? Es ging nicht. Wir haben doch gesehen. Er wollte schon treten. Dass du schneller warst. Ja. Wie wird das Buch heißen, in dem Wolfgang Schäuble seine Sicht der Spendenaffäre darlegen wird? Heißt es 1, Blackout, 2, das System Kohl, 3, mitten im Leben, 4, keine Experimente oder 5, der Sumpf. Mitten im Leben. Das Erste. Oje, das ist doch keine richtige Antwort. Du sagst, es ist Blackout. Und das Buch, was Wolfgang Schäuble schreiben wird, in dem er seine Sicht der Spendenaffäre darlegt, wird heißen Mitten im Leben. Hätte das Publikum quasi so sehr gegen sich aufgebracht, ne? Dass die Leute halt es so gefeiert haben, dass er jetzt rausgeflogen ist. Auch. Oh! Oh, jetzt buhen die auch noch, die Zuschauer. Mikrofon? Ich möchte gerne wissen, warum ich mir keinen kleinen Versprecher erlauben darf. Und die Technik hier nicht vernünftig funktioniert. Aber auch schon unangenehm.